So einen wunderschönen guten Abend, die Pillenmusik ist aus und ist somit ja auch herzlich willkommen hier zum Spiel Mouseboards gegen Fnatic. Der alte Arbeitgeber von Kerrigan, ich muss gerade Troubley sagen, von Kerrigan. Ja, ich bin gespannt auf das Spiel, vor allem jetzt in Anbetracht der Tatsache der Niederlage von Maus eben gegen Alternate. Mal schauen, ob eben uns hier ein weiteres Spiel wie gegen 3D Max blüht, wo sie von Wasp auf den Sack bekommen haben und danach gegen 3D Max noch den Sieg erringen konnten. Auch wenn es sehr, sehr, sehr knapp war, mit beiden Pistols trotzdem 16 zu 14. Aber der Sieg zählt am Ende. Und jetzt gegen Fnatic hier. Mal schauen, was die Mäuse machen können. Mal sehen, ob sie sich aufraffen können. Die Map bleibt Mirage, das hat man wohl im Vorfeld schon gewetot. Und Maus muss als Terror anfangen. Somit viel Spaß hier mit dem Spiel Deutschland gegen Dänemark. Oder zumindest drei Dänen, ein Schwede und ein Norweger. Aber Deutschland gegen Skandinavien. Ah. Maus hat den Knife gehauen. Somit natürlich auch CT. Mein Fehler. So, jetzt auch die Restarts. Jetzt geht's auch endlich los. Kerrigan spottet nur Mitte, legt sich ja gar nicht erst an. Legt sich da gar nichts erst an. Lässt sich überhaupt nicht aufs Duell ein. Boah, aber krass. Fnatic blockt da hinten. Rechnet schon mit dem Push von Maus. Scheint da eine Demo geguckt zu haben. Und nicht, dass Maus ihn. Oh, doch, sie laufen hier rein. Aber Fnatic steht komplett defensiv. Boah, und sie fallen beide. Ich wollte instant eigentlich auf den anderen switchen, aber der kriegt auch direkt Headshot. Sehr, sehr starke Pistole wieder von Fnatic. Das scheint doch richtig krasses Anti gewesen zu sein. Die Nade geht leider auch komplett ins Leere. So, wenn man jetzt noch schleunigst nicht schnell Frags zieht, dann ist die Runde schon so gut wie verloren. Troubley kriegt Gesicht und Kerrigan mit Duels hinten über Haus. Und der kann auch nicht mehr einmachen. Fnatic gewinnt die Pistole ohne jeglichen Mannverlust, ohne Probleme. Aber was eine Anti-Taktik. Die hat Maus aber natürlich schon mal gespielt. Scheinen noch nicht wieder die Zeit gehabt zu haben oder keine weiteren Pistols sich überlegt haben. Schade, dass es hier direkt so schlecht für die Mäuse weitergeht, wie es vorhin angefangen hat. Oder wie es aufgehört hat, so. Ah, guck, Mirage eigentlich gar nicht so eine Ma schlechte Mausmap. Na, mal schauen. Ich würde das hier noch längst nicht abschreiben, das Match. Auch wenn Fnatic, seitdem die da Modi und Stinger gewechselt haben, schon extrem gestärkt scheinen. Und da glaube ich ihr erstes offizielles Spiel auch direkt gewinnen können. Aber es wird wahrscheinlich bei dem einen Frag bleiben in der Eco. Und das tut's auch. Habt ihr auch ein leises Brummen? Ja, das. Also ich glaube, wenn ich ganz ruhig bin und Volume mal abdrehen würde, dann würde man das, glaube ich, hören. Das habe ich leider nie wegbekommen. Aber es ist wahrscheinlich so. Einnahmen von Maus. Schön, auch sowas mal in Eco direkt zu spielen. Oh, da wird die Waffe gesehen. In der Dick-Dack-Dack gut ab. Sonics kriegt ihn trotzdem. Hat sich Fries vielleicht ein bisschen zu sehr auf seine Mates verlassen. So, wer ist da noch schräge? Ah,
Box. Captain B aus auf Bombe gemacht. Eingang hinten. Nice! Sehr starke Pistol Fracks von Kerrigan. Und er will an die Waffe. Er kommt an die Waffe. Und wenn er jetzt noch wegkommt, wäre es perfekt. Sehr schön gemacht. So, Nuki ist auch hinter ihm da. Abox hat er auch von der Mitte weggeschoben. Jetzt hat man gute Kontrolle. Boah, Kerrigan setzt gar nicht so gute Hits. Und Nuki an den Treppen gewesen. Schade, dass da keiner dicht hat. Chauvelet, boah, kriegt direkt jetzt auf 2 AP. Abox hat aber eine nette Posi, eine nette Abfuck-Posi. Sie gehen jetzt wirklich kurz. Abox hört die Steps, Nuki kommt an die Waffe. Sie checken nicht Mini-Döner, das ist die Chance. Das ist die Chance für Abox. Boah, er macht noch gute Hits und Nuki jetzt im B-Haus, sollte schon ein bisschen weiter von sein. Steppt jetzt, boah, muss Jail töten. Oh, die Hits sitzen, aber die Fracks noch nicht. Alter, wie low Maus hier komplett ist. Jetzt fällt endlich der Frack Abox mit 16 AP. Und da machen sie es. Da holen sie ihre Eco. Sehr schön. Boah, wie knapp das am Ende war. Sehr, sehr krass. Das hat Fnatic wirklich Mitte nicht perfekt ausgespielt. Oh, natürlich schöne Fracks von Kerrigan mit der P2000. So kratz und Gears to Extreme, der auch seinen Stream zum Laufen gebracht hat. Die Segment A, Kerrigan ebenfalls wurde abgesmoked. Und ist Keller drin. Oh, jetzt gefährlich, deckt ihn jemand? Nein, was mach ich denn? Ich komme auf die Windows-Taste. Oh, das ist halt... Warum springt der da rein? Also ich meine, wenn er gedeckt ist, irgendwie dahinter, dass dann keiner kommen kann, sehe ich das dann irgendwie ein. Aber dass er einfach so reinspringt in die Mitte. Oder vielleicht ist er auch untergefallen. Ja, keine Ahnung. Oh, es geht aber schon Richtung B. Nuki war da normalerweise immer mit kurz, war diesmal aber am, A mit. Hat ihn kurz gesehen. Schöne Gegenfläche nochmal. Schön. Ersten Sitz. Kommt sogar noch weg. Hat noch 17 Schuss. Kann er auf jeden Fall einen machen. Nuki hilft. Chauvelet auch schon hinten am Jail. Oh, schöner Frag von Nuki. Oh, und jetzt fallen sie aber instant beide. Abox, die Smoke geht gleich weg. Oh, was Pech bei Abox. Alter, 4 HP. Mit 4 HP überlebt der Fries. Boah, da war er eigentlich gut drauf. Dass der nicht stirbt, dann hätte er 1-on-1. Er weiß auch, wo er ist. Und das kann man natürlich machen. Ach, bisschen Pech jetzt. In der ersten Equipped Round. Schade, Mann. Man hätte ja direkt den Anschluss wieder haben können. So, jetzt spielt man nochmal die Mitte-Einnahme. Friest aber diesmal direkt gezielt. Die Flashes von hinten, aber sie sind schon sehr weit weg. Diesmal werden sie das auch besser da abdecken. Oh. Free ist auch gar nicht so, noch gar nicht so treffsicher. Krieg sogar noch einen Hit. 13,4 HP, vielleicht kann die Traveler noch wegmähen. Flash von der TW ist, glaube ich, drüber. Boah, wer ist da noch B-Haus gegangen? Trace. Ach, super gemacht von Trace, dass er da die Waffen abdeckt. Sehr, sehr stark. Und Trubel jetzt auch bekannt. Nein, er kriegt ihn nicht. Er hätte den nicht. Base, da wurde aber, glaube ich, ne, da wurde nicht gesmoked. Aber ein Spieler mit 4 HP zielt er auch ab. Die anderen bleiben auch relativ defensiv. Spielt Fnatic wirklich gut runter. Frage, wer ist Teamchef bei Fnatic? Gute Frage. Teamchef oder Ansager? Aber selbst Ansager ist eine gute Frage. Wüsste ich nämlich jetzt gar nicht so. Ob das Schipnix macht oder Stinger? Ich weiß nicht, ob Schipnix da welche Ansagerqualitäten mitbringt.
Modi angeblich Teamchef. Kann auch sein. Aber das ist ja eh zweitrangig. Modi sagt an. So, mal fix das Skateboard von Sonics Füßen genommen. Nuki wieder gewohnt, jetzt an kurz. Fnatic Bomb B, A-Haus, Fries Mitte. Die anderen B-Haus werden wahrscheinlich Keller schieben. So, eine Flash für Haus. Ist aber noch kein Go. Stinger faked da noch zusammen mit seinem Mate, wenn er direkt im Team ist. Und Sonics stirbt. Oh, das ist bitter. Oh, Apox wollte da, glaube ich, schieben. Der Fake ging so weit auf. Jobly, da ist keiner mehr auf Spot. Oh, perfekter Fake von Fnatic einfach. 2-on-5. Bonus Movement von Kerrigan. Aber das sieht nicht gut aus. 5-1 die Runde für die Dänen. Sehr schöner Fake. Der Frag gefallen. Und auch wenn ich jetzt aber auch nicht das gesehen habe, aber es sah so aus, als ob sie drauf reingefallen sind. Und dann war es ein leichtes für Fnatic, da die Fracks zu ziehen und die fünfte Runde klar zu machen. So, eine Eco heißt das. Nächste Runde dann wieder Kohle. Vielleicht nächste Runde dann mal was Aggressives. Vielleicht nicht unbedingt Mitte mit der Awe. Gegen Fries hat man da schon zu kämpfen. Aber vielleicht mal Keller einnehmen. Vielleicht mal A-Haus pushen. Action mal offensiv mit einem Move gehen. Einfach mal versuchen, irgendwie schnell einen First Pick zu kriegen. Und vor allen Dingen auch mal den B-Safe halten. Vielleicht auch Kerrigan mit Ava einfach mal B decken lassen. Finde ich auf Mirage sowieso dann relativ wichtig, als CT mit der Ava zu variieren. Mal gucken, was die Mäuse hier gleich, wie sie hier gleich drauf reagieren. Haben wir jetzt einen netten Riecher. Fast alle A. Na, schieben jetzt wieder weg. Zumindest Nuki. Warum sollten sie denn die LAN-Teilnehmer mal absagen? Ich meine, sie haben noch kein einziges Offline-Event gespielt. Online-Ergebnisse sind zwar eher durchwachsen, aber wer sagt denn, dass sie im LAN sind, schließlich noch auch 2 bis 3 Wochen? Wer sagt denn, dass sie bis dahin nicht vielleicht auch wettbewerbsmäßig mithalten können. Schön die Arme gepickt von... Boah! Auch schlecht mit dem zweiten Eco-Win. Beide low. Boah, Trace netter Headshot. Und er kommt auch zum Bombplant. Sehr schöne Pose auch gesucht von ihm. Boah, sehr stark von Trace. Sonics über Base. Er muss sie nur hitten. Nein! Boah, ich glaube, er dachte, er wäre tot. Oh, und jetzt dreht er sich auch noch weg. Im Reload keine Chance. Oh Mann, die Runde hätten sie fast sogar machen können. Kerrigan mit Abe. Ah, legt sich nicht direkt gegen Fries an, der Stände aber sowieso schon da. Oh, er hat ihn gesehen. Oh, schade. Oh, es gibt aber einen relativ zügigen Argo. Zu viert Fnatic. House ready. Und Loch ready. Action. Oh, ich habe die richtig Gold. Aber Apox. Ah, kann der zweiten nicht machen. Schießt ihn nur low. Ah, ich wollte gerade auf Kerrigan. Failer gehe aber natürlich erst auf Nuki. Ah, schon wieder sitzt die Deckung nicht. Diesmal allerdings am A-Spot. Gute Nate. Sonics aber noch abgesmoked. Flash für Nuki. Gute Flash-Kombination an sich. Boah, da habt ihr es gerade gesehen, wie der Terror verwirrt. Eine bessere Pose gegangen ist. Der war, glaube ich, auf jeden Fall blind, aber wird am Ende nichts bringen. Sonics ist auch schon zu viel Damage am Ende von Modi bekommen. Somit das 7-1. Ach man, ey. Natürlich auch ein bisschen bitter bei Kerrigan, dass er Mitte den Frag nicht kriegt, aber Freeze Move da natürlich auch super.
dachte gerade, die Maus hat Echo. Bin so am Nachdenken und nichts raffen. Dabei hat Maus gekauft. Kommt ein bisschen unerwartet. Aber was soll's, die Runde geht wahrscheinlich schon wieder verloren. Jupp, 8:1. Oh Mann, ey. Leider gerade ein kleines Trauerspiel. Fünf 4K, jetzt aber auf jeden Fall noch eine Eco. Zwei Flashes bei Nuki. Ingame Lags, ja, ein bisschen so ab und zu mal. Also GoTV Lags halt. Die Standard-Sachen. Leider verworfen. Ah, gefällt mir, wie Fnatic hier unglaublich kontrolliert in den Anti-Ecos spielt. Oh, schöner Respekt, Channel nochmal von Trouble, ey. So, 9:1 und jetzt bitte noch 5 Runden hier am Stück holen. Und dann sehe ich sogar noch Chancen. So, spielen da wieder ihre Runde am A, die sie vorhin leider schon verloren haben. Kyogen hat eine Flash von Trouble bekommen, friest diesmal aber mit direkt am A-Haus. So, jetzt steht mal wieder über Kreuz. Diesmal schon Aprox nicht blind, kann einen machen. Im zweiten schön holt Trouble. Endlich zieht man hier mal ansatzweise Frags. Schön, Trouble gut standen, macht zwei Frags. Dritten holt er sich, leider nicht. Warum hat er nicht einfach... Na gut, wegkommen tut er eh nicht. Von daher war es noch okay. Hat auch genügend Damage gemacht, dass Nukis HE da auch gesessen hat. Und Trace leckt sich anscheinend in den Tod. Sagt zumindest gerade so aus, ob er Hyping hätte. So, steht jetzt hier drei Mäuslern... Mäuslern gegenüber. Und mit Gold für den Kerrigan. Na geht doch. Man kann auch mal eine vernünftige Runde spielen. Sogar mit drei Mann überleben. Warum nicht gleich so? Wer sagt denn, dass Go Future Play wird? Das ist wieder irgendwelche Reininterpretationen. Also Valve hat das sogar schon mal kategorisch ausgeschlossen, dass es Free-to-Play wird. Weil es einfach für CS keinen Sinn macht. Darum irgendwie ein vernünftiges Free-to-Play-Konzept aufzuziehen, ein Geschäftsmodell, ja, ist halt Schwachsinn. Oh, wieder ein bisschen Pech bei... Oh, was... Ey. Wie ein kleines Fünkchen Pech hier die Runde entscheiden kann. Oh Mann, aber Fnatic ist auch so gut, dass sie instant darauf reagieren, sind schon alle weit vorn. Da gammelt keiner hinten, da kommen danach instant die Goals. Also sie spielen Teamplay-mäßig auf jeden Fall auch schon auf einem ganz, ganz soliden Niveau. Also Scouts hier ist free to play, wird schließe ich mal kategorisch aus. Ach, das ist nochmal ein schöner Move von Kerrigan. Smoke geblockt, runtergegangen, Freeze damit nicht gerechnet, Frick gezogen. Sehr gut. Stinger ist, glaube ich, an die Arme gekommen. Nee.
Hat aber noch kurz den Schuss rausgelockt und jetzt schieben sie alle B. Nuki ist auch wieder da mit Anti-Flash, von daher steht mir jetzt B eigentlich ganz gut. Da gibt es kurz Checkflash, leider vom Timing ein bisschen zu früh. Die Nate sitzt aber überhaupt nicht, komischerweise. Oh, er hat sie gespottet. Jetzt müsste Nuki nochmal gegenflashen. Er schafft es halt nur bei dem zweiten und Sonics. Oh, dann muss Sonics aimen. Wenn da schon so weit einer vor ist. Nuki hatte noch die Zeit zum Gegenflashen. Wenn Sonics dann obere macht, sind die anderen blind und Sonics kann dann noch weiter aufräumen. Oh, so wird die Runde aber nochmal knapp. Apox von hinten verschießt nicht wirklich. Hat er sowieso nicht viel vom Model gesehen. Macht noch ein paar Hits. Schön Trouble mit A. mit Habe. Trouble macht beide mit kurz. Kurz mit der AWP. 3 zu 10. Für Maus. Wie sieht's geldmäßig aus? Naja, eher dürftig. Schön. Zweimal das Duell gewonnen von Kerrigan. Boah, zum Connector auch direkt. Zum Haus wahrscheinlich oben gezielt. Apox auch Action gestanden. Die haben ja echt beide Doppelarme noch. Erinnert mich ein bisschen an das Spiel gegen Barry Games. Müssen jetzt aufpassen, nicht da überrannt zu werden vorne. Schön. Modi dann ticken zu, rein, zu früh rein. Boah, jetzt dreht Maus ein ganz kleines bisschen am Rad. Aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Ganz, ganz langsam. Ja, diesmal hat er sie nicht geblockt. Aber Fries. Mann, Kerrigan, so ganz ehrlich, Fries ist doch auch nicht dumm. Oh, es ist doch kein Gather, wo man einfach da mal mit hochgeht, nachdem man da kurz nichts gespottet hat. Das ist ja nicht so, dass die Gegner nicht mitdenken würden und auf gewisse Sachen reagieren würden. So, schieben jetzt wieder. Ah, oh, schade, Mann. Oh, zieh doch raus. Da merkt man vielleicht ein bisschen, dass Troubley kein AWP-Spieler ist. Da hätte ich auf jeden Fall auszielen können, damit Sicherheit noch eingemacht. Die Chancen, dass er da einzieht, sind gar nicht so schlecht. Ah, den BTK. Werden sie kaum. Boah. Ich wollte gerade sagen, die werden sie kaum durchkriegen, aber Stinger mit einem sehr strange offensiven Move. Jetzt Trace gegen Apox. Boah, Apox gibt Headshot durch die Kiste. Und er moved ihn aus. Er hat. Ein Kit, reicht es von der Zeit? Das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Maus erlackt sich vielleicht noch mit. Ja, mit ein bisschen Glück halt. Erlackt sich die, noch ein bisschen die letzte Runde. 5 zu 10 der Spielstand. Ein Spot und dann starten wir hier in die zweite Halbzeit. Und ich habe wahrscheinlich wieder zu früh drauf geklickt. GG. Scoreboard gibt es jetzt hier. E-Dauer eingeblendet. Erstmal eine Auszeit für die Nachricht von vorhin. So, Abfahrt in die zweite Hälfte. Vielleicht gewinnt Maus auch mal zur Abwechslung wieder eine Pistole. Wäre zumindest ganz gut. Smokes sieht nach einem Kurzsplit aus und das ist es auch.
Grün da gespottet. Kurz ist man schon durch. Boah, krasse Nades von Fnatic, auch gute Nade von Sonics. Den grünen Spieler weggesprengt. Schobli hat einen Move über Küche. Seine Mates sollten jetzt überleben. Nuki hat auf jeden Fall schon die Ansage bekommen. Gibt das auch ganz gut. Jetzt hat Schobli die Chance einzumachen. Jay, auch wenn der Effekt zieht. Aber Jay ist mit dem entscheidenden Headshot der Runde. Schade. Aber wenn Maus da auch einen Spieler weniger verliert, dann hat Schobli gute Karten, da von hinten aufzuräumen. Aber Abrox wieder Headshot. Oh, Doppelflash. Oh, Trace aber perfekt. Move ihn da aus. Oh, er gibt ihm Hit. Nein, aber die Flash war nicht gut genug. 11 zu 5, trotzdem noch schön gemacht von Abrox. Oh Mann, ey. Schon wieder so ein Ticken Pech. Wenn sie noch ein bisschen länger überleben. Oder wenn Trouble da halt den Headshot zum Jail gibt. Ach, das sind alles so Kleinigkeiten. Zweite Pistole leider abgegeben. 11 zu 5 Spielstand. Full Eco bei Maus. Richtung B unterwegs. Oh, shit, nix darf da. Der da rein. 1, 2, 3, 4. Und jetzt Geider zum Ace. Geht da direkt nochmal anlegen. Na komm schon. Und dann macht er das Ace. Schön gemacht von Schipnix. Gut mit der Smoke da gearbeitet. Ich hätte allerdings gedacht, dass Maus ihn vielleicht ein bisschen eher sieht. Aber wobei, sie ist halt in der Smoke. Naja. Kann man nichts machen. Maus kauft auch. Bleibt denen ehrlich gesagt fast noch nichts anderes übrig, je nach so einem hohen Rückstand. Free ist natürlich direkt mit Abe im Döner. Die Taktik kennt man soweit aber auch schon von Maus. Das ist nichts Neues. Trouble allein im A-Haus. Der Rest defensiv am Aufbauen im B-Haus. Keller, Mitte oben. Boah, und Free mit dem offensiven Move in den Weinkeller kriegt zwei. Macht sogar seinen dritten. Ach, dann lassen sie sich wieder alle einzeln fischen. Oh, Box vielleicht. Na ja, komm schon, den könnt ihr durchaus machen. 2-3 rausgespielt. Vielleicht sogar noch drin. Die Ave ist tot. Man hat viele HEs. Man hat viele HP. Und schiebt sogar über Action. Also gar keine schlechte Ansage. Modi-Stinger. Alle hier. Spot somit komplett frei. Und niemand spottet gerade. Wenn sie jetzt ein bisschen mehr Gas geben. Wobei es fast egal ist. Sobald sie... Sie müssen halt relativ schnell Spot ausschließen können. Dann können sie sich auf die anderen Seiten konzentrieren. Checken leider jetzt noch jedes Eck, aber ist klar. So, und jetzt schieben sie vor. Sehr gute Flash von Modi. Und jetzt wird es schwer. Wie spielen sie das aus? Kerrigan kriegt die Flash. Er kriegt den Frag. Sehr gut. Und jetzt bitte einfach mal safe runterspielen. Kerrigan, such dir bitte eine gescheite Posi. Nein, und die Zeit ist laufen. Oh, darauf habe ich nicht mal selbst geachtet. Ach, Mann. Wenn man schon kein Glück hat, dann kommt noch ein Pech dazu. Argo. Nuki Flash dafür Haus. Schauen, was es bringt. Ah, keine Eco. Oh, Holz wurde nicht gecheckt von Abrox. Jetzt erst gefallen. Aber keine Chance. 14-5. War aber auch eine Eco von Maus. Nur Kerrigan hatte da eine AK. Haben jetzt alle auch wieder Geld. Aber oh. Endlich fährt auch mal wieder vom Maus und Frack. Eine schöne Smoke. Nochmal die gleiche Taktik wie vorhin, allerdings diesmal Mitte ein bisschen aggressiver gegangen. So, Flash für kurz.
Da ist schon Apox von. Kommt den Mini-Dünner rein. Man hat sehr viel Kontrolle und das sind solche Runden, die man gut ausspielen muss. Oh, die Connector gestorben. Da auch kein direkter Refactor. Jetzt erst, aber Döner zieht auch wieder rum. Das ist alles so. Das scheint manchmal so undurchdacht alles. Oder sobald sie da ein bisschen unter Druck gesetzt werden, ist irgendwie. Klappt irgendwie gar nichts mehr. Wenn man ausmachen kann, was sie wollen, dann geht's eigentlich. Aber sobald da einer rumzieht, der Connector zum Beispiel, kommt Connector Refact, das ist irgendwie. Ach, das ist ganz schwierig. So, auf jeden Fall schon mal safe für Fnatic. Maus nochmal komplett ausgerüstet mit Smokes. Ich spiele nochmal eher einen A-Split. Über Haus, über Action. Fnatic steht da nur zu zweit. Fries allerdings im Döner. Wenn man den gut absmoked, hat man quasi nur zwei Gegner. Aber die Grants fliegen. Fries schiebt instant. Jetzt muss er da weggesmoked werden. Ja, zum Haus immerhin die Smoke. Jetzt gibt es eine Flash für den Hausspieler. Luki schön weggedreht oder er war blind, weiß ich nicht. Oh, Modi mit einem Riesen-Move. Schönes Pre-Em von Nuki. Kann die Bombe auch legen. Sehr schön. Endlich fahren nochmal die Frags. Warum man denn. Das verstehe ich halt nicht. Gut, der kommt da wahrscheinlich auch nicht mehr weg. Warum kann man nicht einfach mal in der 4 gegen 2 Überzahl weggehen? Warum? Charlie hat auch nicht mehr die. Doch, er hat die Bombe. Oh, einer kommt sogar mit TBS. Muss es sich nach zwei Seiten denken. Er hat auch keine Ahnung, dass er da kommt. Tschüss, Ruhe. Und das ist gegeben. Fnatic gewinnt 16-5. Oh, leider konnte sich Maus hier nach dem Loss gegen AZ nicht so aufraffen wie letztens gegen 3D Max. Schade drum, keine Pistol geholt. So 2-3 CT-Runden waren ganz solide. Als Terror dann leider mit bisschen Pech natürlich auch die Pistol verloren und dann ging das einfach seinen Gang. Fnatic gewinnt hier easy, gehen mit 6-5 vom Platz. Ich brauche nicht mehr wirklich viel zum Spiel zu sagen. Danke euch noch fürs Einschalten hier zu später Stunde. Ich weiß gar nicht, was in der Woche noch ansteht. Ich denke mal weitere Starladder-Matches. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Verfolgt einfach auf Readmore, wann und zu welchem Zeitpunkt die Spiele sind. Von daher bis demnächst. Schönen Abend noch.